Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen, haben jedoch Angst, dass Ihr potenzieller Käufer vom Kauf zurücktritt. Ich zeige Ihnen drei Tipps, worauf Sie achten können, wenn Sie Ihre Immobilie sicher verkaufen wollen. Nummer 1. Überprüfen Sie die Bonität Ihres Käufers. Oft ist der Käufer von Ihrer Immobilie begeistert und sagt, er möchte sofort zum Notar gehen. Doch bei den heutigen Preisen kostet ein Haus schon mal über 500.000 Euro. Die nicht jeder auf der hohen Kante zu liegen hat. Daher sprechen Sie vorher mit Ihrem Käufer und lassen Sie sich eine Finanzierungsbestätigung von einer Bank zeigen oder aber einen Bonitätsnachweis. Das ist völlig legitim und sollte vom Käufer nicht irgendwie falsch aufgenommen werden. Denn Sie müssen sicher gehen, dass der Käufer sich auch Ihre Immobilie leisten kann und es sich im Nachhinein zu Problemen führt. Nummer 2. Da wir jetzt alle finanziellen Voraussetzungen geklärt haben, ist der nächste Schritt der Weg zum Notar. Zuallererst wird aber ein Kaufvertragsentwurf in Auftrag gegeben. Hierfür ist es zu empfehlen, einen eigenen Notar auszuwählen. In Deutschland ist es jedoch so, dass oftmals der Käufer den Notar auch auswählt, weil der ihn am Ende des Tages auch bezahlen soll. Wenn der Käufer aber keinen präferierten Notar hat, so ist es zu empfehlen, hier den eigenen Notar zu nehmen, so hat man immer noch besseren Einfluss auf die Vertragsgestaltung. Eines ist aber hierbei wichtig zu beachten. Beauftragen Sie nicht den Notar alleine. Lassen Sie sich vorher schriftlich vom Käufer geben, dass er auch möchte, dass ein Kaufvertragsentwurf in Auftrag gegeben wird. Denn hier ist das erste Mal, dass wirklich Kosten entstehen. Die Kosten können 0,5% bis 1% des Kaufpreises ausmachen. Wenn also der Kaufvertragsentwurf erstellt wurde und der Käufer jetzt aber sagt, er möchte doch nicht mehr kaufen, bleiben Sie notfalls auf den Kosten sitzen. Haben Sie beide aber den Notar beauftragt, dann muss derjenige, der das nicht zustande kommen des Vertrages verschuldet hat, den Notar bezahlen. Das können bei 500.000 auch mal bis zu 5.000 Euro sein. Also, beauftragen Sie wirklich beide den Notar oder lassen Sie den Notar direkt vom Käufer beauftragen. Ist der Kaufvertragsentwurf erstellt und Sie sind sich beide einig über die Formalitäten, die dort erwähnt sind, geht es zum Notar. Die Unterschrift. Sie haben es fast geschafft. Größtenteils kann man eigentlich sagen, dass jetzt alles in trockenen Tüchern ist. Jedoch kann hier noch einiges schieflaufen. Zum Beispiel kann der Käufer seinen Pflichten aus dem Vertrag nicht nachkommen. Die größte Pflicht, die ihm wahrscheinlich auch am wichtigsten ist, ist die Begleitung des Kaufpreises. Mir selber ist auch noch nicht vorgekommen, unsere Käufer haben eigentlich immer den Kaufpreis bezahlt. Aber immer wieder kommt es vor, dass Käufer, aus was für Gründen auch immer, den Kaufpreis doch nicht belegen können und der Vertrag somit rückabgewickelt werden muss. Das ist natürlich nicht schön sowas, aber Sie müssen sich hierum nicht kümmern. Das übernimmt alles der Notar, denn er hat von vornherein schon Passagen mit aufgenommen, die das Ganze regeln, wie die Rückabwicklung läuft, für den Fall, dass der Käufer seinen Pflichten aus dem Vertrag nicht nachkommt. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Sollten auch Sie Fragen haben rund um das Thema Kauf oder Verkauf von Immobilien, kontaktieren Sie uns gerne. Sollten Sie Freunde und Bekannte haben, für die das Video auch interessant ist, teilen Sie es gerne mit Ihnen, geben Sie uns ein Like und abonnieren Sie diesen Kanal, um weitere interessante Videos rund um das Thema Kauf oder Verkauf von Immobilien zu erhalten. Ihr Makler aus Berlin-Spandau, BHI Hesse Immobilien.